Grüß Gott und herzlich willkommen in Freudenstadt, verehrte Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, wie auch hier in den Straßen einer Stadt, die 740 Meter über dem Meeresspiegel liegt, mitten im Schwarzwald und in diesem Jahr ihr 400-jähriges Jubiläum feiert. Man muss es sich vorstellen, erst 400 Jahre, die meiste kleine Ortschaft bei ihren 650, 1200 Jahren. Freudenstadt ist erst 400 Jahre alt, also das graue Mittelalter ging vollständig an dieser schönen Stadt vorbei. Und zu diesem Festzug, der heute hier stattfindet, laden wir Sie ganz, ganz herzlich ein. Wir, das sind vor allem die Crew im Hintergrund, die die Fäden und Strippen zieht, und mein Fachmann Gerhard Hertel. Herr Hertel, ich habe gehört, Sie sind so der heimliche Stadthistoriker, stimmt das? Also das ist ein bisschen hochgestochen, aber meine Mitbürger haben mir das wohlwollend zugelegt und ich trage es mit Würde. Sie tragen es mit Würde, wir werden das auch gleich einmal probieren, ob das auch wirklich so stimmt. Und damit man auch ein bisschen sieht, was auf der Straße passiert, haben wir unseren heißen, rasenden Reporter Harald Müller. Harald, du hast hoffentlich keine Angst vor Pferden. Ja, ein bisschen schon, aber ich muss ja drauf reiten und dann geht es schon. Aha, und du hast dich auch schon sonnentechnisch bestens ausgerüstet mit Hut und kurze Hose? Ja, weil vor der Sonne habe ich ein bisschen mehr Angst, deswegen Hut und deswegen auch viel Sonnencreme. Das denke ich, denn wir haben hier in Freudenstadt 32 Grad im Schatten. Also auch hier oben, obwohl es luftig ist, ist es heiß. Aber es geht zünftig zu und damit Sie zu Hause einmal wissen, wo dieses Freudenstadt, diese wilde Joie überhaupt liegt, dürfen Sie ein kleines Filmle angucken. Bis gleich. Es ist unser Freudenstadt, das wir so lieben. Und wer's gesehen hat, der ist geblieben. Wer diese Luft einmal geatmet hat, will nie mehr fort von Freudenstadt. Es liegt eine Perle tief im schwarzen Wald, von Tannen umglänzt und von Sonne bestrahlt. Wer sie einmal in ihrer Schönheit gesehen, der wird unser fröhliches Lieblein verstehen. Es ist unser Freudenstadt, das wir so lieben. Und wer's gesehen hat, der ist Freudenstadt. Chor und die Stadtimpressionen haben Sie gesehen. Und Sie haben vielleicht auch gesehen von oben, von unserem Hubschrauber aus, dass Freudenstadt ein bisschen aufgeteilt ist in der Mitte, viereckig, wie ein Mühlenspiel. Dazu aber nachher mehr, denn es ist wirklich eine Seltenheit. Ich denke, sowas gibt es in Baden-Württemberg in der Form auf keinen Fall mehr. Jetzt sind wir am Anfang vom großen Festumzug. Fast 3000 Teilnehmer haben sich angesagt, viele beritten, viele in Kutschen. Die Leute haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den Aufbauten auf den Wagen. Und jetzt sehen wir das berittene Fanfarenchor, die berittenen Fanfarengläser aus Solgau, die das Ganze zünftig beginnen. Auf die Welt. Die Herren kommen aus Saulgau und das ist eine kleine Hommage an eine Stadt in Oberschwaben, denn der Kriminalkommissar Igel, das ist nämlich der Herr, der den Zug aufgestellt hat, der kommt aus Saulgau. Und er hat sich gedacht, ich hole mir ein bisschen Heimat vom Oberland in den Schwarzwald. Aber da sind, glaube ich, die Freudenstädter sehr liberal und scheren sich nicht drum, gell, Herr Hertel? Na sicher, wir sind ja recht froh, dass das Oberland, wo es viele Rindviecher gibt, aber noch viel mehr Pferde, dass sie sich da beteiligen und dass der Igel die Geige hergeholt hat.
Fanfaren werden natürlich geblasen als Anfangsmusik für einen großen Festzug, wie angekündigt, 400 Jahre Freudenstadt. Wir haben es in der Anfangsmoderation schon gesagt, viele, viele kleine Städtler feiern ihre Stadtjubiläen, sind 700, 800 oder 1200 Jahre alt. Freudenstadt allerdings nur 400. Am Anfang hat jeder von uns gedacht, das ist ein Druckfehler, 400 Jahre Freudenstadt. Es ist eine sehr, sehr junge Stadt, Herr Hertel. 400 Jahre. Warum gibt es Freudenstadt erst so kurz? Das ist zwar vielleicht eine komische Frage, aber ich denke, Sie können sie uns kurz erklären. Ja, aber sicher. Also der Heinrich Schickhardt, der schwäbische Leonardo da Vinci, der von seinem Herzog den Auftrag erhalten hat, hier mitten im Schwarzwald eine neue Stadt anzulegen und in die Mitte dieser Stadt ein großes Schloss zu setzen, der hat am 22. März 1599 diese ersten Häuser der neuen Stadt abgeschickt. Und deshalb wissen wir ganz genau, dass wir 400 Jahre alt sind. Nicht eben so ins Blaue hinein, wie es bei manchen Städten ist. Erstmalige Nennung oder so. Wir haben genaues Geburtsdatum. Genaues Geburtsdatum. Genau, und 400 Jahre. Und wenn wir jetzt noch Monarchie hätten, dann müsste man eigentlich aufstehen und gebührend Knicksle machen und vielleicht die Hand an die Mütze legen. Denn in dieser Chaise sitzt praktisch der König, wenn man es jetzt einmal genau nimmt. Nein, es ist der Sohn des Herzog Karl von Württemberg. Und dann sitzt im Wagen ebenfalls der Oberbürgermeister Erwin Reichert und die Regierungspräsidentin aus diesem Bezirk. Aus Karlsruhe. Da haben wir sie im Bild. Und der Oberbürgermeister winkt, der ist ganz glücklich. Heute Morgen hat er schon gesagt, so hat er sich's vorgestellt, das Wetter. Und vor allem auch die Leute, die zu scharen, gestern allein schon abends, wir sind ja schon ein paar Tage da, hier beim Stadtfest teilgenommen haben, beim großen Feuerwerk. Und in den Straßen sind überall stehen standen Buben essen, man konnte trinken. Also es war sehr schön, sehr lau, richtig. Den Pferdle ist auch schon ein bisschen warm. Die müssen sich erst an die vielen Leute gewöhnen. Die waren gestern Abend Gott sei Dank nicht auf der Gasse. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Ja, Herr Hertel, 400 Jahre Freudenstadt. Sie haben jetzt schon einmal einen Herzog erwähnt. Es geht vordergründig bei diesen 400 Jahren um den Herzog Friedrich den Ersten von Württemberg. Der hat gelebt Ende des 16. Jahrhunderts bis 1608 und hat einiges auf die Beine gestellt. In dieser Zeit war ja das Haus Württemberg, sagen wir mal, ein bisschen verfranst. Das Herzogtum Württemberg hat sich erstreckt, sagen wir mal, ein bisschen aufzus bis Heilbronn, vielleicht ein bisschen runter bis fast nach Villingen. Schwenningen, ja. Schwenningen. Tuttlingen. Tuttlingen nach rechts rum. Ja. Vielleicht ein bisschen bis leicht ins Oberland rein. Und dann sogar noch linksrheinisch bis über Straßburg und kleine andere Gevierte bis nach runter nach ins heutige Mobiliar. Das heißt auch Mömpelgard. Jetzt haben wir im Bild wieder eine Kutsche. Da haben wir Ehrengäste drin, die Sie kennen, Herr Hertel. Ja, freilich. Also wer sind da denn kommt diese jetzt, Herrschaften? Da kommt jetzt der Herzog Friedrich im Bild, so wie wir es auch im Museum haben, der 1608 gestorben ist. Deshalb ist auch das große Schloss nicht mehr gebaut worden. Das ist Madame Debré, die Frau des Oberbürgermeisters von Courbevoie, das ist unsere Partnerschaftsstadt. Neben ihr, ihr Gatte, der bei uns Ehrenbürger ist. Courbevoie ist die Partnerstadt. Das ist unsere Partnerstadt, die also in der Nähe von Paris liegt, in dem sogenannten Roten Gürtel von Paris. Und die sind also nicht mehr rot. Das ist die einzige Stadt, die nicht zum Roten Gürtel gehört. Aber der Gürtel ist eben selbstständig geblieben. Die Stadt Paris hat ja lange Zeit gar keinen Bürgermeister mehr gehabt. Nach der Kommune von 1870. Hui, ein alter Landsknecht in fescher Montur. Oh, die müssen schwitzen. Ja. Heute. Nein, das ist nicht Lediere. Also, so, das sind jetzt... Das ist der Herzog Friedrich und der König Heinrich von
von Frankreich, der ja zunächst einmal der Anführer der Hugenotten war. Dann ist in Paris eine Messe wert gewesen, aber er blieb nach wie vor der Anführer der Hugenotten im Geheimen. Und er hatte dann auch den Hugenotten das Edikt von Nantes gegeben, Glaubensfreiheit, im Gegensatz zu den Habsburgern, die mit dem Edikt von Graz ihre Untertanen, ihre protestantischen Untertanen vertrieben haben. Aber das werden wir nachher noch sehen. Da ist er. Hoch zu Ross, hoch zu begleitet Ross mit seinen Herren. Ja, das eine ist eben der Heinrich IV. Von Frankreich, der König, und das andere ist der Herzog. Und der König hat vom Herzog gesagt, er ist mein ancien ami et allié de ma couronne, der alte Freund und Verbündete meiner Krone. Sie waren eng befreundet. Ja, das ist natürlich eine sehr geschichtliche jetzt kommt Sache Aubelia heute. Jetzt kommt Montbéliard, also die Geburtsstadt, die Geburtsstadt des Herzogs Friedrich I., von dem heute sehr viel die Rede genau ist. Und Mömpelgard hat man das früher geheißen. Ja. Und das liegt unterhalb von Belfort, sagen wir mal, in die Richtung von Lyon. Und das südlich war eine südlich des Elsass. Ja. Hat aber nicht mehr zum Elsass gehört, es war frankophon. Man hat also Französisch dort gesprochen. Und es war eine kleine Grafschaft, aber ja. Heinrich ist dort geboren und Friedrich ist dort geboren. Und warum kam Mömpelgard, diese Grafschaft, zu Württemberg? Die ist durch Heirat an Württemberg gekommen im Jahr 1397. Da hat die Erbtochter hat den jungen Grafen von Württemberg geheiratet. Und seit 1397 bis 1793 ist Mömpelgard württembergisch geblieben. Hier im Bild sehen wir jetzt die jungen Trachtenträger aus Montbéliard. Aus Montbéliard. Das ist also die Tracht, die in Montbéliard getragen wird. Das Dierry, das ist das gestickte Häubchen. Da sehen wir es ganz genau ja, jetzt, mit grün ja, und weißen ja, Blüten. Ja, ja. Das wird also heute noch in dem Dorf Friedrichfontaine, das der Friedrich gegründet hat für vertriebene Hugenotten, da wird es heute noch angefertigt. Und wir sagen immer, Friedrichfontaine ist die kleine Schwester von Freudenstadt, weil dort die Hugenotten angesiedelt wurden und hier bei uns ja die Österreicher. Und da haben wir auch zwei kleine Schwestern gerade im Bild gehabt. Ja, es ist ein sehr fröhliches Bild, wenn man ja sieht, und Sie sehen, verehrte Zuschauer, rechts und links der Straßen wirklich Sie klatschen sehr, sehr, sehr viele Menschen, wunderbar, die heute hier nach Freudenstadt gekommen ja sind. Ja. Bei diesem wunderschönen, strahlend blauen Himmel. Ja. Das Angenehme hier in Freudenstadt, es ist kein Kessel. Es geht immer ein Lüftle, das von Westen her kommt. Das ist sehr angenehm. Freudenstadt kann sich aber auch hören lassen. Und das machen wir jetzt mit der Stadtkapelle Freudenstadt.